Petri und willkommen zurück zu Ultimate Fishing Simulator 2. Ich grüße euch. So, Freunde, es gibt ein bisschen was zu erzählen, deswegen bin ich hier gerade mal im Hauptmenü. Wir haben ja letzte Folge ausgelockt, also in der ersten Folge, am Gewässer. In der Zwischenzeit ist ein bisschen was passiert. Erstens, ich hatte schon mal eine zweite Folge aufgenommen, die habe ich verworfen, aus mehreren Gründen. Weil erstens, ich absolut keinen Plan hatte von dem, was ich überhaupt hier mache. Und ja, gut, das war dann halt auch ein bisschen schwerwiegig, die Folge. Zweitens hatte ich die schon hochgeladen gehabt auf YouTube. Und da wurde mir halt auch ne Beschwerde wegen Urheberrecht und bla, wegen der Musik. Deswegen hört ihr jetzt hier keine Musik mehr. Wer hätte es gedacht? So, stand zwar da, hat keine Auswirkung, bla bla bla, und man darf es benutzen. Ne, aber es könnte irgendwann mal vielleicht zu Schwierigkeiten kommen und hast nicht gesehen. Ja, und da habe ich gesagt, okay, weißt du, die Folge war eh für mich sehr unzufrieden, also ich war sehr unzufrieden damit mit der Folge. Und ja, das hat mir dann halt ausschlaggebend den Rest gegeben, die gesagt, okay, nee, komm, machen wir neu, ist ja kein Beinbruch. So, dann seht ihr hier oben, ich habe schon ein bisschen, ja, wir haben fast Level 2, darum geht es heute auch in der Folge. Aber ich muss euch noch was zeigen. Erstens, Ausrüstung. Hier, ich habe mir das Ding wieder gekauft. Den hat man ja abgerissen in, ich weiß gar nicht, war es in der zweiten Folge oder in der ersten noch? War das schon der ersten, wo der mir, ansonsten war es in der zweiten Folge, da ist der mir abgerissen und war weg. Und da hatte ich den nicht mehr. So, das war natürlich dumm. So, und ich habe halt rumgemeckert, dass man den nicht sich wieder kaufen kann, ne? Ist aber Bullshit, weil, hier, siehst du hier, Level 1, kannst du dir nämlich kaufen. Stufe 1, die kannst du kaufen. Und die sind übrigens frei. Also, ne, hier unten hast du zum Beispiel welche free, die kriegst du umsonst. Also, die haben schon mitgedacht und da habe ich halt ein bisschen rumgemeckert, ja, das kann man ja nicht machen und hast du nicht gesehen, ne, und bla bla bla. Ja, so, zweitens, was ich euch erzählen möchte, ist auf jeden Fall, das Fischernetz können wir aufleveln. Jetzt haben wir eine Kapazität von 15 Kilo. Wenn wir das, wenn wir noch 13 XP, also 13 Fische fangen, dann kommen wir auf Level 2 und können 25 Kilo in das Fischernetz nehmen. Das ist schon mal richtig geil. So, jetzt gehen wir mal kurz zum Wohnsitz. Ich muss euch was zeigen. Habe ich nämlich auch mal getestet. Und zwar, pass auf. Bloß lad mal schneller hier, Kollege. So, und zwar, waren sie hier drinne? Ja, genau. Hier habe ich schon mal ein paar Fische drinne, die ich gefangen habe. Und zwar, hier, guck mal. Und jetzt, Alter, essen, die sind so hungrig. Die musst du nämlich ständig füttern und wenn du die fütterst, dann wachsen die und dann kannst du die dafür mehr Geld verkaufen. Ist das nicht geil gemacht, Leute? Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich finde das System richtig genial, dass du so ein Zuhause hast mit etlichen Aquarien und ja, dass du halt die Kleinfische dann füttern kannst, um so gesehen die Fische größer zu machen, ne? Ich weiß gar nicht, was hier das Ausrufezeichen bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Achso, die müssen fressen. Ja, der braucht noch was zu fressen. Hier, holt euch. Gönnt euch, ne? Ja, jetzt musst du halt füttern, dass dir der Balken hochgeht. Aber ich finde das jetzt ein bisschen krass. Also ich habe gestern, habe die voll gefüttert. Habe dann ausgelockt und habe jetzt wieder, also quasi ins Spiel eingeloggt. Und irgendwie ist das Feature wieder unten. Das ist ja krass. Das ist echt krass, ne? So, was noch ausschlaggebend ist, das erste Level ist sehr schwerwiegend. Also, man muss sich halt echt damit ein bisschen beschäftigen und so. Und wenn man das aber getan hat und wir das zweite Level erreichen und uns vielleicht sogar schon eine neue Schnur holen können, dann wird es auf jeden Fall bedeutend einfacher und wir kommen dann wahrscheinlich auch schneller voran, weil wir dann auch ein paar größere Fische kriegen und so, ne? So, zeig mal her, wie sieht's aus? Ja, momentan, ne? Ich meine, ist schon nicht. Also ich finde das genial, ne? Okay, jetzt seid ihr hier mal bei der Fütterung mit dabei. Sowas werde ich dann halt immer offscreen machen, ne? Heute mal zum Zeigen, wie das so ist. Und ja, wie sieht's aus? Feed, 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 feed. Hier einer kann noch. Zack, hier kann noch einer. Hier hast du auch noch was. Und hier hast du noch was. So, das soll's gewesen sein, ne? So, da wisst ihr schon mal hier Bescheid, dass ihr sowas machen könnt. Finde ich echt genial gemacht. Ne? Und später kannst du ja hier auch ausstellen. Ja, kann man hier auch ausstellen. Fische. Finde ich auch genial. Da bin ich mal gespannt. Wir haben echt viele Aquarien. Ich glaube, 4 Stück insgesamt. Und da passen jeweils 10 Fische rein. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Gerade auch am Anfang, wenn du kleine Fische hast und du brauchst Geld. Ja, dann mach, ne? Dann
setze sie da rein, füttere sie, weil ich glaube, das mit Regenwurm füttern, das ist relativ umsonst. Also das kostet uns nichts irgendwie. Weil wenn wir mal gucken hier, Köder, ja, ich habe Brot übrigens. Wir wechseln mal auf Regenwurm. Die Regenwürmer gehen ja nicht weg, ne? Ja. Wir werden aber jetzt zurück an den See gehen. Los, komm, wir wollen angeln, wir wollen ein bisschen was. Hier kannst du übrigens einstellen, ne? Mittag, klarer Himmel. Ne? Wir gehen natürlich morgen und machen, ja, klarer Himmel, komm, wir wollen schönes Wetter. So, auf zum Angeln. Sehr schön. Ist das nicht geil? Du kannst ja das Wetter dir einstellen, wie du es haben möchtest. Weil ich könnte mir schon gut vorstellen, dass du ja bei bestimmten Wetterungsbedingungen auch bestimmte Fische fängst, ne? So, und was ich jetzt mittlerweile weiß, am zweiten See können wir Karpfen und sowas fangen und da möchte ich hin. Ich möchte dahin, ich will Karpfen fangen. Ey, Wahnsinn, Spiegelkarpfen, Graskarpfen, etc. Ich glaube, Brasse und sowas ist alles dabei. Sind wir jetzt hier richtig? Ja, so. Folgendermaßen, wir sind jetzt auf der ersten Map und jetzt geht ja hier zur 2. Ja, wir teleportieren uns hin. Geht natürlich nur, wenn du im Normalmodus spielst. Ansonsten musst du den ganzen Krempel laufen. So, und jetzt sind wir hier. Ne? Vor der Brücke, quasi. So, jetzt nehmen wir unsere Route. Genau, hier. So, was ist jetzt? So, ich habe das schon mal eingestellt. Wenn du diesen, ich weiß jetzt gar nicht, Gummiwobbler, nee, Gummi, ach, was weiß ich, was das ist. Kann man das da oben sehen? Ja, jeweils rechts oben siehst du dieses Ding. Auf 18% Geschwindigkeit. Zugkai auf 20%. Ist wichtig wegen den Fischen. So, pass auf. Jetzt hauen wir mal das Ding rein. Jetzt pass auf. So. Jetzt gehen wir in die Unterwasserkamera. So. Und jetzt. Jetzt pass auf. Sehr interessant. Wenn der Fisch gebissen hat, natürlich gehe ich hier raus. Ne, du siehst auch rechts da dieses grüne Symbol, was hoch und runter wackelt. Das heißt, wir haben echt eine gute Geschwindigkeit. So, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen aufpassen. So, unten links über den Chat siehst du auch, wer was gefangen hat. Finde ich auch sehr interessant. So, ich hoffe, dass wir. Ne? Will wir heute nichts beißen, oder was? Also, ich hatte dann nochmal ein bisschen gezockt gehabt und doch jetzt hier. So. Ne? Sollst auch ein bisschen pumpen hier. Ne, rechte Maustaste kannst du so ein bisschen pumpen. Linke Maustaste ist klar, holst ihn rein. Okay, der scheint recht gut zu sein für uns. So. Und schon haben wir einen. Was haben wir einen? Katzenwels. Guck mal. Und ist auch ein guter. Also der gefällt mir. So, wenn wir den jetzt behalten, ja, kriegen wir 3 XP und halt ein bisschen Geld. Können wir dann dafür kriegen. Und zwar 89, 98 Cent. Aber wir wollen heute Level 2 erreichen, deswegen lassen wir den frei. So. Und weiter geht's, würde ich sagen. Und so machen wir das jetzt die ganze Zeit, bis wir Level 2 haben. Und dann holen wir uns halt auch die neue Schnur. Endlich mal. So. Jetzt machen wir hier wieder. Sehr schön. Ach, das macht. Also jetzt macht es mir doch ein bisschen mehr Spaß, muss ich euch ganz schön, ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die eigentliche zweite Folge, die ich aufgenommen hatte, ey, ich war nur am Meckern. Ja, nur geschimpft. Und nee, das kannst du so nicht bringen. Weißt du? Ja. Ja, wie gesagt, auch das ist halt, ne? Du musst dich mit jedem Spiel erstmal auch ein bisschen vertraut machen. Und gerade auch hier. Und ich gebe ja den Spielen immer eine Chance, ja? Also, egal wie. Also wenn ich das Spiel jetzt richtig Dings gemacht hätte. Na, guck mal, der ist ziemlich klein. Ist nichts Großes. Nur obwohl. Guck mal, zwei. Oh, okay, den behalten wir auf jeden Fall. Den behalten wir. Ein bisschen Geld müssen wir ja auch noch sparen, ne? Das kostet ja alles Kohle. Würde ich jetzt, sage ich mal, das Spiel in der Hinsicht, wie wir es jetzt spielen, würde das Spiel denn immer noch so sein, wie ich es vermutet hätte? Da bin ich ehrlich, dann wäre das hier Meckere vielleicht gerechtfertigt, aber so ist es leider nicht gerechtfertigt und deswegen, ne, muss ich da auch mal einen kleinen Rückzieher machen. Es ist genauso wie bei Way of the Hunter, was ich ja auch aktuell spiele und beide Spiele, ne, Suchtspiele für mich, ehrlich. Und ja.
Warte, jetzt muss ich ein bisschen konzentrieren. Ja, komm. Okay, der ist schon draußen. Den haben wir schon. Sehr schön. Das ist wieder Akatzenwelt. So, da kriegen wir jetzt nur. Den würde ich jetzt freilassen für 3 XP. So, haben wir jetzt hier irgendwo. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Wir brauchen noch. Naja, noch ein bisschen brauchen wir. Das kriegen wir aber heute hin, Leute. Ach, einmal frei. Schön. Level 2, neue Schnur, größere Fische etc. Das ist gut, ne? So. Alter, diese Baumstämme, die hier rumfliegen, weißt du? Also denke ich immer, da kommt irgendwas Großes. Ah, sehr nice. Sehr schön. Ja, performance-technisch, es gab ja jetzt mittlerweile auch schon mal den ersten Patch. Finde ich, läuft heute auf jeden Fall besser wie letzte Folge, ne? Also auch beim Aufnahmeprogramm, es spackt nicht so rum. Sehr nice. So, wie sieht's aus? Kommt hier jetzt mal noch was? Lalalala. Ach, schön. Einmal frei. Nee, jetzt haben wir mal Pech gehabt. Ne, ist nicht schlimm. Hauen wir wieder rein. Kein Ding. So. Absenken lassen ein bisschen. Ja, müssen wir schon. So. Hechte können wir ja auch fangen, ne? Ah, ist einfach so schön hier, ehrlich. Sehr nice. Ich bin mal gespannt. Jetzt dreht er sich nicht so gut, ne? Ich hatte es gestern zum Beispiel auch gehabt, dass er sich überhaupt nicht gedreht hat. So wie jetzt, siehst du? Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich habe keine Ahnung. Da hole ich ihn gleich nochmal raus. Und dann schmeißen wir nochmal neu ein. Ja, lieber rechtzeitig erkennen, ne? Und dann. Jetzt macht das auch nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein Anzeigefehler ist. Komm, wir holen mal ein. Wenn ich ein bisschen schneller mache. Nee, will er nicht. Jetzt kriegt er einen Wirbel. Ich weiß nicht, an was das liegt. Oh, sehr schön. Ja, man muss damit auch erstmal auf jeden Fall zurechtkommen, ne? Gerade auch mit den Pumpen. So, sehr schön, den haben wir auch. Mal sehen, hoffentlich etwas größer. Ne, ja, es geht. Oh, kriegen wir auch. Oh, guck mal, Rotlachs. Sehr schön. 32,9 cm. Und kriegen wir 3 Dollar. Sehr schön, kommt, den behalten wir auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Wenn es ums Geld geht, ne? Ach, herrlich. So, wieder unter Wasser. So, jetzt dreht er sich wieder richtig. Sehr schön. Das mag ich. Ach, ich liebe das Angeln hier, ehrlich. Da juckt es einen auch gleich wieder in den Pfoten, mal richtig rauszufahren. Auch müsste ich erst wieder. Jetzt haben wir einen Hecht. Sehr schön. So, haben wir ihn? Ja, wir haben. Sehr nice. Okay, was bringt er? Er bringt jetzt kein Dollar. 24. Naja, es ist. Den geben wir frei. So, wie sieht's aus mit dem Level? Ah, noch 4 Punkte. Beim nächsten. Also, wenn wir Glück haben, beim nächsten Fisch haben wir Level 2 erreicht, Leute. Da können wir uns die neue Schnur holen. Oh, Gott sei Dank. So. Ich hatte auch gestern schon einen richtig großen gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, was war es denn gewesen. Das war aber leider offscreen. Ey, da musste ich kämpfen, ne? Also der hatte mir echt viel abverlangt. Und das ist ja nachher auch hinten raus das Geile, ne? Am Anfang ist es halt wirklich, dass du dich ja mit Kleinvieh und so, ne, zurecht. Und später nachher, wenn die ganz großen Brocken kommen, das wird dann ja richtig genial. So, wenn wir jetzt Glück haben. Dann dürfte es das gewesen sein. Gelbbarsch. Sehr nice. 2 Dollar. Behalten. Ja. Aber der bringt uns einen Haufen Geld. Ja, dann müssen wir halt noch einen fangen. Macht ja nichts. So. Auf geht's. Ich weiß gar nicht, warte mal. F3. Oh, wir haben sogar was abgeschlossen. Sehr schön. Da kriegen wir auch nochmal Geld. Wenn man die Quests macht, die täglichen. Ach, super. Gucken wir dann, wenn wir jetzt hier gleich den nächsten Fisch haben. Dann haben wir das Level. Dann gehen wir erstmal zurück. Ich meine, wir brauchen so Stufe 3, um die nächste Karte, glaube ich, spielen zu können. Wo nachher denn die anderen Fische kommen.
Egal, aber da, ich freue mich drauf, mich jetzt dahin zu arbeiten, weißt du? Ja, das ist kleiner, das siehst du schon. So. Der bringt auch nicht viel. Den könnten wir jetzt abbehalten oder wir geben frei. Jawohl, Fähigkeitspunkt. Plus 5 Minuten Boost, plus 5 Minuten Boost. Plus $20 gekriegt. Okay, drücke eine beliebige Taste. Sehr schön. Okay, das haben wir. Jetzt pass auf. Jetzt gehen wir hier Standort verlassen erst einmal. Das machen wir jetzt. So, wir haben Level 2. Jetzt geht es erstmal darum. Wo konnten wir uns erstmal das Fischernetz öffnen, ne? Hier, Gelbbarsch, den können wir verkaufen. Dann hier den Rotlachs verkaufen wir natürlich. Und den Gelbbarsch verkaufen wir auch nochmal. So, jetzt haben wir schon fast $300. Ist das nicht nice? So, Wohnsitz brauchen wir nicht. Wir haben Level 2. So, hier Fähigkeiten. Und jetzt könnten wir hier, ne? Jetzt können wir hier gucken. Erhöht die Wirksamkeit des Köders um 5% und beschleunigt die Zeit bis ein Anbiss erfolgt. Das wäre interessant. Fische im Aquarium wachsen 5% schneller. Wäre auch nicht schlecht. Erhöht das Level des Fischnetzes doppelt so schnell. Das ist ja auch interessant, ne? Erhöht das Level des Fischnetzes doppelt so schnell. Fische werden um 5%. Ah, wir können. Also wir können nur die. Dieses, also die obersten Fähigkeiten. Was haben wir hier? Erhöht den Verkaufspreis von Fischen aus dem Netz und dem Aquarium um 5%. Wenn sie ein neues Level erreichen, verlängert sich die Zeit, in dem sie zusätzlich Münzen verdienen können, um 5%. Okay. Erhöht die Köders um 5%, beschleunigt die Zeit bis ein Anbiss. Und Fische im Aquarium wachsen 1% schneller. Dann nehmen wir noch das hier, den Trickser. So, wir haben unsere erste Fähigkeit gekauft. Sehr schön. Mission. Hatten wir doch irgendwas abgeschlossen. Fangen Sie einen Fisch einer beliebigen Art. Okay, also anscheinend durch das Level-Up hat sich das jetzt. Ist natürlich blöd, ne? So, Line. So, jetzt hier, Level 2. Haben wir 2,2. 1,4. Ja, was ist denn jetzt besser? Die 0,18er oder die 0,14er? Ich glaube, die 0,18er, ne? Hier haben wir Größe 0,12. Wollen wir kurz gucken. Obwohl die eigentlich auch gut ist. Ja, die ist so mittelmäßig, ne? Die ist sehr stark. Glaube 18 mm. Die ist 14 mm, wenn ich das so richtig verstehe. Die ist 12 mm, kann aber 1,80. Ja, genau. So, wir könnten sie uns leisten. Ja, welche nehmen wir denn? Nehmen wir die Sakura Aya 018 oder Braid? Was war ein Braid? Oh Gott. Ich und meine Englischkenntnisse. UFE. Hyper Braid. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Ja, wenn ich nehme die 0,18er. 2,20 hier jetzt kaufen. Sehr schön, Hammer. So, was haben wir hier? Das geht nachher erst ab 4. Geflecht. Geflecht. Ach, Braid ist Geflecht. Ja, die wäre ja eigentlich gar nicht mal so schlecht hier, ne? Komm, die kaufen wir auch mal noch. Vorfächer. Geht erst ab Stufe 4 wieder was. So wie ich das sehe. Ja, da kommt bestimmt noch etliches dazu, nachher später. Was haben wir hier für Routen? Hier, guck mal. Länge 1,65. Stärke 1,36. Wurfgewicht 0,2 bis 3. Und erst 0 bis 7. Ja, gut, mit den Routen weiß ich jetzt nicht. Also, ich glaube, da reicht's für mal. Nee, ehrlich, das gibt's auch. Leute, guckt euch das an hier. Oh, da müssen wir hinkommen. Da müssen wir auf jeden Fall hinkommen. Sehr, sehr geil. Bissanzeiger. Ich schmeiß mich weg. Ach, ist das geil. Senkblei, ist klar. Kunstköder, Köder, Haken. Futterkörbe. Ah, warte mal. Ich wollte mal was bei Köder gucken. Natürliche Köder. Teig. Kann von. Sieht man da irgendwo, was man fangen kann? Nee, nee. Brot. Teig. Teig holen wir uns später. Lebend. Wird in der Regel für den Fang von Nicht-Raubfischen verwendet. Okay, nee, das können wir nicht machen. Da müssen wir hier mit Wurm, wenn, dann. Wenn schon, denn schon. Okay, super, pass auf. Wir haben jetzt. Oh, unsere Dings läuft ab, ne? Sehe ich gerade. Scheiße. Ah, verdammt, Leute, verdammt.
Ja. Ja, ist egal. Also wir lassen uns ja hier jetzt nicht behelligen. So, warte mal. Ausrüstung. Set 1. Ja, von 1,8 auf 2, das ist schon besser. Sehr nice. So. So, hau mal rein hier den Schinken. So, jetzt bin ich mal gespannt, ne? So, ich glaube, mehr passiert jetzt aber auch nicht. Das Einzige, was jetzt halt ist, dass wir die Fische leicht noch rauskriegen. Ja. Mehr ist es halt auch nicht. So, lass mal gucken hier. Ach ja, Eimer frei. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal zu ins Aquarium gucken, zu unserer Freunde. Oh, was haben wir denn jetzt? Ja, komm, kannst du einleiern hier. So, was haben wir jetzt hier gekriegt? Kleinmaulbarsch. Okay, oh, guck mal, eins. Naja, das sieht doch schon gut aus. Sehr schön. Den behalten wir. So, weiter geht's. Und so fangen wir halt immer Fische, weißt du? Und so geht's jetzt halt weiter, bis wir Level 3 erreichen und ans neue Gewässer kommen. Ah, das wird toll. Das wird toll. So. Schauen wir mal. Der springt uns schon an, ja. Oh, neuer persönlicher Rekord. Na, guck dir das mal an. Oh, sehr schön. Gelbbarsch. Okay, behalten wir natürlich. So, weiter geht's. Sehr, sehr geil. Aber man merkt halt, wenn du jetzt eine neue Schnur drauf hast, es ist schon was ganz anderes, ne? Auf jeden Fall. La 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 la. Ich weiß gar nicht, ob man hier richtig große Fische rausholen kann. Da habe ich echt keine Ahnung. Oh, lass uns überraschen, ne? Was hier so passiert, was hier so möglich ist. So, was haben wir jetzt? Neuer persönlicher Rekord. Na, guck einmal an. Katzenwels. 1,05 Dollar. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gibt uns 4, gibt uns 6. Wir nehmen das Geld mit. Sehr nice. Ja, weiter geht's. Sehr, sehr geil. So. Und wieder einkurbeln. Ach, schön. Könnte man eigentlich den Zug jetzt auch ein bisschen erhöhen? Ne? Ich glaube mal, warte mal auf 30. Hat er das jetzt raus hier? Ne? Ah, ne, das war die Tiefe hier. Ne? Das war die Tiefe. Zug war auf. Ja, genau. Na, jetzt will er wieder nicht so. La 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 la. Ne, jetzt hat er keine Lust. Jetzt dreht er sich nicht. Okay, rausholen. Nochmal neu einwerfen. Oh, schön. So. Jetzt spackt er wieder rum, siehst du es? Jetzt spackt er wieder ein bisschen rum. Also ja, einmal gucken. Ne, nicht gucken. Rausholen, neu einwerfen. Ich weiß nicht mal, ob das was mit dem Zug zu tun hat. Ja, das glaube ich ja weniger. Das ist ja eigentlich, Zug ist ja eigentlich die Rollenbremse, ne? Jetzt dreht er. Jetzt haben wir wieder einen. Sehr schön. Na komm. So. Sehr nice. Rotlachs.
gibt. Alter, die Lachse geben halt Haufen Kohle, ne? Das ist echt Wahnsinn, wie viel Geld die geben. Sehr schön. Ja, wir müssen ja unsere Schnur wieder, ne? Uns verdienen. So. Ah, jetzt dreht er sich wieder schön. Das mag ich, wenn er sich so schön dreht. So, holen wir noch einen raus und dann springen wir rüber in die nächste Folge. Da muss ich mir mal überlegen, was man da, ob man da jetzt weiter einfach so angeln, ein paar Fische rausziehen, gemeinsam schön die Level voranschreiten. Schauen wir mal. Ja. Aber ich bin jetzt schon wesentlich zufriedener mit der Folge. Das kann ich euch sagen. Also da war die eigentliche zweite Folge ja ziemlich unterirdisch. Deswegen ist ja kein Beinbruch. Ich habe euch gezeigt und erzählt, was ich so gemacht habe. Und ja. So, wie gesagt, wenn wir erstmal im dritten Gewässer nachher sind, ne? Oh, ein Hecht, wir haben ein Hecht. Ein Hecht haben wir, ein Hechtchen. Na komm. Ja, komm. Ist gut. Und? Amerikanischer Hecht, ne? Der bringt jetzt nicht viel. Also egal, jetzt nehmen wir trotzdem mit. Ich weiß gar nicht, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wir brauchen 126 XP bis auf Level 2. Naja, ich sag mal, wenn wir das jetzt alles in der Folge machen wollen würden, so rum wollen, dann, ja komm, einen holen wir noch. Dann sind wir, glaube ich, noch um 2, 3 Folgen mindestens beschäftigt, um die Fische raus, um das Level hochzutreiben. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde es machen, also mit Folgen, also dass ihr mit dabei seid. Weißt du? So, drehen tut er sich richtig gut. Oh, schöner Barsch. Das sehe ich jetzt schon. Das war aber noch nicht so ein großer. Alter, die Fische fliegen hier, Junge. Fliegende Fische! Gelber. Oh, schön, schönes Tier. Sehr nice. So, wieder auswerfen. Eigentlich wollte ich jetzt die Folge beenden. Weißt du, aber jetzt bin ich gerade so im Flow drin, ne? Oh, Mann. Das ist einfach der Hammer, ehrlich. Wenn es denn einmal läuft, weißt du, dann willst du aber auch nicht ausmachen. Ah, Mann. Ach, egal. Den einen holen wir jetzt noch raus und dann springen wir auf jeden Fall rüber. So, ne? Schnur, alles ist absolut easy. Da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen. So, amerikanischer Hecht. Sehr schön, guckt ihr das an. Gibt uns 5 XP wieder. Sehr nice. So, Freunde, jetzt gucken wir mal noch. Ich weiß nicht, können wir hier ins Fischernetz gucken? Genau. Hier, gucke mal, was wir jetzt alles gefangen haben. 239, und wenn wir jetzt alles verkaufen, sind wir bei 251. Na, das lohnt sich doch. Hier sind wir auch bald, ne? Brauchen wir nicht mehr lang. Dann haben wir das auch geschafft auf Level 2, das ist gut. Ja. Machen wir in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen, oder? So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und denkt ans Däumchen. So, bis dann.